Folgen. Es geht wieder los. Ganz Hamburg brennt auf den Saisonstart im Amateurbereich. In der höchsten Klasse in der Oberliga empfängt Norderstedt den FC St. Pauli 2. Norderstedt hat sich vernünftig verstärkt, vor allen Dingen im Tor. Marcel Kindler, ein guter Rückhalt. Aber auch mit Benjamin Lipke, einem Regionalliga-erfahrenen Spieler, der gerade in der Offensive sehr stark ist. Auf der anderen Seite bei St. Pauli, Hauke Brückner, der natürlich hier bekannt ist und auch über Profi-Erfahrung verfügt. Deine Meinung zu dem Spiel? Alles richtig, was du sagst. Prohne hat jetzt die Mannschaft erstmalig in einer Vorbereitung gehabt. Man muss also sehen, wann und wie seine Handschrift lesbar ist. Sie haben im letzten Jahr einige Probleme gehabt. Ob die aufzufangen sind, wird man sehen. Das werden die ersten Spiele entscheiden. Ich bin der Meinung, auf den Gegner zu kommen, der FC St. Pauli, wird eine gute Rolle spielen. Nicht nur zweier Verstärkungen wegen, sondern weil sie in der Klasse gut aufgehoben sind. Und sie können ganz entspannt spielen, weil sie in die Regionalliga aufsteigen können, wollen und dürfen. Wahrscheinlich in Hamburg als einzige Mannschaft. Demzufolge ist es egal, ob sie Platz 1, 4, 5, 6 oder 7 erreichen. Sie steigen in jedem Falle auf. Und weil sie so entspannt spielen können, eine gute Truppe haben, tippe ich auf Sieg des FC St. Pauli. Gut, Sieg für FC St. Pauli, auch weil sie psychologisch im Vorteil sind, wie du das sagst. Schauen wir mal zwei Ligen weiter runter. Da empfängt der Pokalschreck TuS Osdorf zum Derby Eidelstedt. Wie sieht das aus? Meinst du, dass Osdorf die Euphorie und auch gute Leistung aus dem Pokal nun auch in ihre eigene Liga zum Punktspielstart übernehmen kann? Ich bin der Meinung, ja, ganz eindeutig ja. Das motiviert und es kommt hinzu, dass Osdorf in jedem Jahr zu Beginn der Serie stark war. Und auf Eidelstedt bezogen, die Mannschaft ist abgestiegen. Da hat sich am Ende der letzten Serie einiges getan. Manager weg, Trainer weg, Spieler weg. Jetzt zu Beginn der Serie, jetzt muss man sehen, wie die sich regeneriert haben, wie sie damit klarkommen. Ich bin der Meinung, dass TuS Osdorf hier klar gewinnen wird, dieses Spiel. Also ein guter Start für TuS Osdorf. Eugen, ich danke dir. Wir sind gespannt, ob sich deine Aussagen bewahrheiten werden.